Hallo Kackbratzen. Karl-Hans Eier ist tot. Der wohl erfolgloseste Spieleprogrammierer aller Zeiten machte schon im Jahre 1959 auf sich aufmerksam, als er die Idee für ein textbasiertes Autorennspiel hatte. In Horrorspielen geht es nicht immer darum, komplett planlos durch die Gegend zu laufen und dabei so viele Monster mit so vielen Waffen wie möglich über den Haufen zu ballern. Dass es auch anders geht, zeigt das im Jahr 1999 veröffentlichte Juggernaut. Das Spiel ging jetzt nicht gerade weg wie frisch gebackener Kuchen. Wer aber mal nach einem Spiel sucht, das kein Mensch gespielt hat, eine absolut seltsame und recht langsame Story hat und buchstäblich unter die Haut geht, der sollte jetzt unbedingt dranbleiben. Entwickelt wurde Juggernaut von der japanischen Entwicklerbutze Tonkin House und man hat sich wirklich die allergrößte Mühe gegeben, dass man das schleppend langsame PC-Rätsel-Adventure-Mist so gut es geht kopiert, ohne es allzu offensichtlich zu machen. Hat jetzt leider nur nicht ganz so gut geklappt. Das Spiel fiel auch durch die Bank bei den Kritikern durch. Dazu gibt es ein paar gute Gründe, aber auf der anderen Seite denke ich, dass man dann doch zu hart ins Gericht ging. Möglicherweise, weil man nur eine Mist-Kopie gesehen hat, den Kern des Spiels aber einfach nicht verstanden hat. Und ehrlich gesagt ist das auch keine einfache Sache, denn die arme Seele, die es wagt, den Controller in die Hand zu nehmen, wird dafür nicht nur mit äußerst madigen Zwischensequenzen bestraft, sondern bekommt auch eine komplett surreale Geschichte vor den Latz geknallt. In Juggernaut schlüpfen wir in die Rolle eines jungen Mannes, der die Seele seiner besessenen Freundin retten muss. Alle bisherigen Versuche von Exorzismus sind kläglich gescheitert, aber mit der Hilfe eines ziemlich gruseligen Priesters, der seine ganz eigenen perfiden Pläne verfolgt, tauchen wir nun selbst ganz tief in den Körper der Freundin ein, um zu sehen, was zu retten ist. Yep. Man unternimmt jetzt keine Reise in die Welt der Gedanken, sondern tatsächlich in den Körper der Tuse. Aber anstatt einer Menge Blut und ekelhafter Organe finden wir dort eine Villa. Das ist jetzt natürlich auch nur eine Metapher für die kaputte Seele, denn die Räume der Villa verkörpern wohl bestimmte Kapitel ihres Lebens. Vielleicht ist die Interpretation aber auch komplett falsch und man hat sich einfach nur eine funktionelle Kulisse ausgedacht, die viel Platz zum Erkunden und Rätsel bietet, eingebettet in einer eher unappetitlichen Hülle. Man kann den Entwicklern jedenfalls nicht vorwerfen, dass sie keine Kreativität hatten. Von der surrealen Grafik bis hin zur noch seltsameren Handlung ist das Spiel jedenfalls ein Abstieg in die Hölle und wer glaubt, dass im Verlauf etwas mehr Licht ins Dunkle kommt, der irrt gewaltig, denn die Handlung wird von Mal zu Mal seltsamer. Das sorgt aber für ein extrem spannendes Erlebnis, das durchaus seinen Reiz hat. Man muss eben nur eine Menge Mut aufbringen, wenn man die gut 12 Stunden nicht ohne bleibenden Dachschaden überleben möchte. Wie auch schon das große Vorbild Myst, ist Juggernaut ein reines First-Person-Point-and-Click-Adventure. Dort, wo aber Myst komplett langweilig war und den Spieler in den Schlaf schickte, präsentiert einem Juggernaut ein Potpourri aus einer abschreckend und verstörenden Handlung, bei der man unbedingt am Ball bleiben wird. Das Hauptproblem bei diesem Point-and-Click-Spiel besteht allerdings darin, dass es nicht allzu viele Dinge gibt, auf die man point und klicken kann. Auf jedem Bildschirm gibt es höchstens ein oder zwei Objekte, mit denen man interagieren kann. Der Rest ist reine Schau für die Augen. Die Pixelsuche wäre von daher weitaus spannender gewesen, wenn man dem Spieler etwas mehr zu tun gegeben hätte. Grundsätzlich starrt man auf komplett unbewegliche Bilder. Das klingt in der Theorie vielleicht ganz hübsch, aber auch so lebendig wie Karl Ranseier. Man hat jetzt auch nicht direkt das Äußerste aus der PS1 herausgeholt. Die Standbilder, die nicht nur keine Animationen bieten, sind darüber hinaus auch nicht unbedingt bunt. In der Regel erstrahlen sie in einem kräftigen Schwarz-Grau-Look mit gedämpften Rot- und Brauntönen. Und das wäre jetzt auch noch kein Problem. Allerdings hatte man die absolut dumme Idee, auf diese Hintergründe eine Handvoll Dithering zu werfen, ohne dabei die Farbpalette zu optimieren. Das Ergebnis ist eine suboptimale Mischung aus wirren und körnigen, aber auch verschwommenen Bildern, die in etwa einer 3 Jahre alten Gulaschsuppe gleicht. Etwas schlimmer sind die an sich schon grausamen Zwischensequenzen, denn die guten Leute von Tonkin House haben alle Filmchen in das wohl schlechteste Komprimierungsprogramm geworfen, das man illegal aber kostenlos aus dem Internet laden konnte und zudem hat man noch die höchste Komprimierungseinstellung gewählt.
Und das war eine wirklich überaus fantastische Idee, um Platz zu sparen. Und es ist wie auch schon bei den Hintergründen eine große Kunst, gleichzeitig so körnige und verschwommene Bilder zu erzeugen, bei denen man dann mit zwei halb zugekniffenen Augen vor dem Bildschirm hockt. Aber davon lassen wir uns mal nicht abschrecken. Wir sind ja hier für die Story und die spannenden Rätsel. Leider sind jetzt auch die Rätsel nicht wirklich spannend und in der Regel sogar ziemlich einfach zu lösen. Trotzdem sind sie aber ganz witzig gemacht. Einige erfordern, dass man sich akustische oder visuelle Muster merkt, um diese dann zu wiederholen. Das kriegt auch noch jeder gebacken. Schlimmer wird es, wenn man für die Lösung alle Räume auf gut Glück zum Bleistift nach einem Typen absuchen muss, der uns dann ein Passwort verrät. Und wie man diesen Typen findet, ist mir bis heute noch ein Rätsel, denn anscheinend muss man nur alle und wirklich alle Räume abklappern, bis diese Gestalt auftaucht. Und das ist kein Rätsel mehr, sondern eine stupide Zeitverschwendung. Und dann gibt es noch haufenweise Backtracking, was dem Ganzen noch das Sahnehäubchen aufsetzt. In der Villa-Phase müssen man beispielsweise zwischen kleinen und großen Körpern wechseln, um die verschiedenen Bereiche erkunden zu können. Jedes Mal, wenn man einen Körperwechsel durchführen muss, damit man ein Rätsel lösen kann, hat dies zur Folge, dass man zur nächsten Wechselstation zurücklaufen muss, was mit der Zeit etwas ermüdend ist, da auch die Distanzen zwischen den Wechselstationen ziemlich groß ist. Aber auf der anderen Seite muss man die Rätsel loben, denn im Gegensatz zu Spielen wie etwa Resident Evil, sind die meisten Rätsel ziemlich logisch und stehen im Kontext zur Handlung und sind somit nicht nur komplett abstrakte Dinge, die man nur ins Spiel geworfen hat, um den Spieler zu schikanieren. Die Rätsel in Juggernaut fühlen sich einfach richtig an. Und auch die Idee mit der Suche nach einem Körper ist eigentlich ganz witzig. Nachdem man die erste Rätselsequenz gelöst hat, landet man in der gruseligen Villa, allerdings ohne einen Körper. Man kann nur durch winzige Löcher in den Wänden von Raum zu Raum gehen, bis man eben einen passenden Körper gefunden hat. Die Suche nach einer neuen Hülle wird dann zum Ziel des Spiels und zur Mission, jeden Teil des Bösen zu vernichten, das sich im Körper der geliebten Freundin eingenistet hat. Und die Idee, verschiedene Körper zu verwenden, um die verschiedenen Bereiche zu erkunden, ist meiner Meinung nach ziemlich einzigartig für ein Spiel. Diese Wechselgeschichte bedeutet, dass man immer einen ganz bestimmten Körpertyp benötigt, um einen bestimmten Bereich der Villa zu betreten. Die surreale Handlung des Spiels ist zwar leicht verzwickt und man kann ihr auch nur sehr schwer folgen, aber trotzdem wirkt dieses Konzept total spannend. Und die Handlung legt von Mal zu Mal deutlich zu, was man aber vom Schwierigkeitsgrad der Rätsel leider nicht behaupten kann. Man kann ja viel über die Grafik lästern und die ist auch wirklich ziemlich kacke, vor allem dann, wenn wir uns die verschiedenen Charaktere im Spiel ansehen, auf die wir treffen werden. Auf der anderen Seite bekommt man so viel absurden Kram vor die Linse geworfen, der wirklich eine extrem gruselige Stimmung erzeugt. Was man jetzt im Spiel überraschenderweise ganz gut hinbekommen hat, ist das Sounddesign. Da es im gesamten Spiel keine wirklichen Animationen gibt und nur sehr selten kleine Filmchen, muss die Stimmung mit einem anderen Medium erzeugt werden und all die seltsamsten Geräusche und vor allem die Musik gehen einem wirklich unter die Haut. Wer auch immer für den Sound zuständig war, hat definitiv einen Orden verdient. Denn alle Effekte kommen glasklar aus den Lautsprechern und bereiten auch keine Schmerzen in den Ohren. Zudem sind sie perfekt auf die Standbilder zugeschnitten und passen wie die Faust aufs Auge. Ich denke, es ist unglaublich schwierig, euch dieses Spiel schmackhaft zu machen. Es ist technisch gesehen ein komplettes Chaos, grafisch ein kompletter Brechdurchfall und auch vom Gameplay her hat man dem Spieler nicht unbedingt einen Gefallen getan. Es war der Versuch, ein Horrorspiel auf Basis von Myst zu schustern, das gefühlt 12 Jahre zu spät kam und deswegen von allen anderen PS1-Spielen technisch um Lichtjahre entfernt ist. Aber es ist trotzdem die Vision der Entwickler, die einen gewissen Reiz ausmacht. Es ist auch nicht einfach, näher auf die Geschichte einzugehen, ohne zu viel zu verraten. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass einige von euch doch eine gute Portion Mut haben, um ins kalte Wasser zu springen und deswegen möchte ich vorab euch den Spaß nicht verderben. Und solltet ihr mutig genug sein, dann dürft ihr euch auf eine sehr coole und gruselige Reise freuen, in der es eine Reihe von intelligenten Rätseln gibt, bis hin zum Finden und Erstellen notwendiger Gegenstände, um lebend aus dieser Hölle entfliehen zu können. Die Zwischensequenzen sind zwar ein optischer Durchfall, bringen aber die Story schön voran und halten die Dinge, so absurd sie auch sind, am Laufen.
An seltsamen Dingen gibt es definitiv keinen Mangel und wenn man gerade noch denkt, dass es nicht schräger werden kann, legt Juggernaut noch eine Schippe Absurdität drauf. Es ist keines dieser Horrorspiele, bei denen man sein Gehirn abschalten kann und alles wegpustet, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Juggernaut ist eines dieser absurden Experimente, die wir heute wohl nicht mehr zu Gesicht bekommen werden. Und da das Spiel auch schon damals kein Schwein gekauft hat, sollte man auch nicht darauf warten, dass irgendwann ein Remake kommt. Juggernaut ist ein Spiel der dritten Art und alle, die eine Herausforderung suchen und stets auf der Jagd nach verlorenen Perlen sind, sollten unbedingt zugreifen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.